Der erste Strang der Nord Stream Pipeline ist komplett verlegt. Mit Hilfe des Energieprojektes, welches ein Investitionsvolumen von mehr als 7,4 Milliarden Euro hat, soll die Gasversorgung auf dem europäischen Festland langfristig gesichert werden. Das letzte Stück der mehr als 1220 Kilometer langen Pipeline, die vom russischen Vyborg bis nach Lubmin in Deutschland verläuft, wurde in den schwedischen Gewässern vor der Insel Gotland nun auf den Boden der Ostsee herabgelassen. Damit ist die erste der zweistrangigen Pipeline nach nur einem Jahr Bauzeit bereits früher fertiggestellt als ursprünglich erwartet. Nach nun folgenden Tests und Überprüfungen soll bereits im Herbst dieses Jahres das erste Gas durch die Pipeline transportiert werden und über die Verteilerstationen verschiedene europäische Märkte mit Gas von den russischen Feldern in Sibirien versorgen. Parallel wird bereits an der Verlegung des zweiten Stranges gearbeitet. Im Laufe des nächsten Jahres wird auch dieser Pipeline-Strang dann an das Gasnetz angeschlossen. In Zukunft sollen mehr als 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland durch die Nord Stream Pipeline transportiert werden.